Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Felix, Jonas und ich suchen ein neues Studio in Leipzig, denn wir wollen alle drei zusammenziehen und ein neues Office gründen. Und wir gucken uns heute mal möglicherweise potenzielle Studios dafür an und ihr könnt mitentscheiden, welches Studio das vielleicht wird. Wir sind jetzt in Leipzig angekommen und wir haben jetzt den Wohnungsbesichtigungstermin, aber leider nicht so ganz, wie wir uns das vorgestellt haben. Wegen dem Coronavirus hat uns nämlich der Makler angerufen und hat gesagt, okay, wir können die Besichtigung machen, es gibt nur ein Problem, wir machen das einfach über FaceTime. Und jetzt haben wir gesagt, natürlich, wir würden uns gerne die Wohnung angucken, weil wie gesagt, wir brauchen eine Wohnung, weil wir müssen umziehen. Felix hat schon gekündigt, seine Wohnung, das heißt, wir brauchen definitiv eine Wohnung und ein Studio und ein Büro, dass wir weiterarbeiten können. Deswegen müssen wir uns einfach mal jetzt die Wohnungen angucken und wir machen das jetzt einfach mal über FaceTime und gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich nehme euch auf jetzt auf jeden Fall mit und ihr werdet jetzt einfach mal sehen, wie das Ganze ausschaut. Ja, mein Fenster geht zur Seite. Richtung die Straße. Hier ist auch die Kirche. Ja. Und jetzt hier im Wohnbereich. Jungs, wie fandet ihr das, eine Wohnung zu sehen über FaceTime? Es war mega. Aber was können wir jetzt machen? Wir können uns tatsächlich in die Wohnung sehr hoch. Wir können noch mal rein, weil uns jetzt der Makler einfach mal die Tür oben öffnet. Das ist alles schwierige Zeiten, aber wir können jetzt wenigstens euch das Studio zeigen und es uns auch selber angucken. Willkommen im vielleicht neuen Reich. Erster Eindruck? Wie geil ist das? Das ist übel geil, oder? Also nur gerade, dass wir das Konzept nochmal erklären. Wir wollen quasi ein Studio oder ein Büro haben, was ähnlich wie eine Wohnung ist, weil wir natürlich alle Technikvideos machen und das Ganze so ein bisschen wohnungs-like aussehen soll. Da möchten wir ein großes Wohnzimmer, wo wir alle zusammen arbeiten können und jeder soll noch ein einzelnes Zimmer haben, wo er dann zum Beispiel sein Editing-Setup oder seinen eigenen Setup für die Videos aufbauen kann, wo er einfach so ein bisschen Platz hat für sich selber. Aber ich muss sagen, die Wohnung sieht so hammer aus, ich möchte mir jetzt den Balkon angucken. Machen wir dann schöne Essens-Livestream. Stimmt. Ja, wir können hier auch so eine Tierchen noch reinmachen, damit wir hier, wenn wir die Küche sind, so an der Theke stehen könnten, um Kochvideos zu machen. Aber ich möchte mir natürlich jetzt noch die einzelnen Zimmer angucken, weil ich möchte natürlich schon irgendwie mein Zimmer am besten reservieren. Ich meine, guckt euch das Zimmer hier an. Ihr seht, hier könnte ich doch so eine richtig schöne Wand machen, wo ich hier vor immer dann so meine Videos aufnehme. Das wäre doch richtig geil. Jungs, was sagt ihr? Ja. Live Reaction. Könnte was werden, ja? Könnte also, was werden, ist oder? Auf den Favoriten ist okay. Ich bin ehrlich gespannt, muss ich euch sagen, wie jetzt die nächsten Wohnungen werden, weil die gefällt uns jetzt echt tatsächlich schon gut, aber wir haben noch 4 weitere Besichtigungen, die wir auf jeden Fall heute haben. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, dass ich euch einfach mal so richtig anders mal mitnehmen, was ich bis jetzt noch nicht so gemacht habe, weil wir haben uns einfach dafür entschieden, mehr diesen Studio-Vibe zu führen und auch die Leute mehr mitzunehmen oder euch mehr mitzunehmen, wie dieses Studio entsteht. Also wenn euch das Video gefällt, könnt ihr es gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr von sowas haben wollt. Und wir fahren jetzt mit diesem absolut kranken Auto zur nächsten Besichtigung. Ich konnte leider nicht direkt dabei vloggen, wo wir uns die Wohnung angeguckt haben, weil es war einfach ein bisschen unangenehm, weil der Makler war dabei. Sowas macht man dann in dem Fall einfach nicht. Aber ich habe mitgefilmt, so ein bisschen sneaky. Und ich muss sagen, gefällt mir. Ja. Ja? Also ich fand vor allem, die Treppe hat extrem viel hergemacht. Dadurch wirkt das ganze Studio viel größer direkt und viel mehr so, als ob da viel los wäre. Ja. So, man hat eigentlich, theoretisch haben wir gedacht, dass wir ein Zimmer zu wenig haben, aber dadurch, dass man durch die Treppe sozusagen 2 Wohnzimmer hat, geht das vollkommen klar. Finde ich, find ich auch, man könnte so mehrere Bereiche machen, Unboxing-Setup wäre Platz dafür, es wäre genügend Platz, um irgendwelche Hintergründe für dich, für die Apple News zu haben und alles sowas. Der Küchenbereich war übel geil, das war richtig schön. Ich meine, da waren noch ein paar Sachen von den Mietern davor, aber ansonsten ist diese Wohnung auf jeden Fall eine Option. Wohnung Nummer 3. Das ist jetzt
wieder eine Dachgeschosswohnung mit sehr viel Glas drin. Glas finde ich eigentlich sehr schön. Müssen wir mal gucken. Vom Prinzip her hat die, glaube ich, ein Zimmer zu wenig gehabt. Ja. Aber man muss einfach mal schauen, wie die Wohnungen geschnitten sind. Manchmal ist es gar nicht so schlimm. Bei der letzten zum Beispiel dachten wir auch erst, dass sie ein Zimmer zu wenig hat. Aber die hat zwei Wohnzimmer oder zumindest war das Wohnzimmer über zwei Stockwerke gestreckt. Und dadurch war es dann überhaupt kein Problem mehr. Ja, lass uns einfach mal in die Wohnung reinspringen, oder? Wohnung Nummer 3. Ich glaube ganz ehrlich, dass die viel mehr Potenzial als in Dachgeschoss. Was? Oh mein Gott. Was? Digga, 10 von 10. Das als Hauptraum besser als Dach. Weil du hast von da hinten Licht, aber das ist total, das ist direkt weiter. Der ganze Raum ist so hell. Ja, so hell. Lass es mal rausgehen. Digga! Gefällt's dir, Digga? Digga, ich komm nicht drauf klar. Alter! Hat die genügend Zimmer? Digga, okay, lass uns mal die Zimmer durchzählen. Zimmer 1, Zimmer 2, Zimmer 3, Zimmer 4. Also ich würde sagen, es sind definitiv genügend Zimmer. Ich meine, Jungs, wie geil ist es bitte, dass wir hier so eine Glastür haben? Weißt du, was man hier machen kann? Man kann hier immer mit so einem Marker so Sachen ranschreiben, so Ideen, die wir so ganz random haben. Was denn? Wir drucken unsere drei Logos jeweils auf so weiße Folie und dann packen wir die hier so nebeneinander so hin. Was eine gute Idee! Kurze Meinung, was ist eure Meinung darüber? 15 von 10. 15 von 10, nicht nur 12 von 10, sondern 15 von 10. Lass uns die nächste angucken. Ja, komm, komm, ja, komm. Man muss dazu sagen, dieses Studio, was wir jetzt anschauen, ist diese Art von Immobilie, bei der man eigentlich weiß, dass sie voll aus dem Budget raus ist, aber irgendwie interessiert es einen doch, wie es wäre, wenn. Und deswegen gucken wir die einfach trotzdem an. Okay, die Wohnung war zu viel. Wie will man das ordentlich beschreiben? Viel zu viel. Ja. Also bei aller Liebe, schöne Wohnung, aber sowas kriegt man niemals voll. Sieht nicht wohnlich aus, sieht viel zu, ja, ist viel zu dekadent, oder? Man merkt schon, ja, da wurde einfach übertrieben. Es gibt an Stellen Platz, wo man ihn überhaupt nicht braucht, aber dafür fehlt Platz an Stellen, an denen man ihn eigentlich brauchen würde. Aber trotzdem sieht alles schön aus. Man hat 3 oder 4 Bäder? Ja. Naja, aber es war interessant, das zu sehen. Also ich bin froh, dass wir es angeschaut haben, weil jetzt weiß man auch, okay, so viel Geld würde man nicht mal dann ausgeben wollen, wenn man es hätte. Ist auch ein angenehmes Gefühl. Ja, finde ich auch. Wir haben jetzt durch Zufall noch eine Immobilie entdeckt, weil Jonas, sein Vater, uns per WhatsApp jetzt ein richtiges Büro geschickt hat. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal spontan an. Wir haben einfach den Makler angerufen und jetzt haben wir innerhalb von 5 Minuten einen Termin bekommen. Also ist mit riesigem Abstand die günstigste Option, die wir uns jetzt anschauen, weil es halt eben auch keine Wohnung ist, sondern Gewerbemietfläche. Das ist eigentlich nicht ganz, was wir wollen, weil wir diesen wohnlichen Vibe für die Videos haben wollen. Aber von den wenigen Bildern, die wir bisher gesehen haben, könnte es vielleicht trotzdem hinhauen. Wir sind gespannt. Digga? Was? Live-Reaction, okay. Live-Reaction. Was ist denn jetzt passiert? Nur zur Erinnerung. Also wirklich, das ist mit großem Abstand das günstigste, was wir uns heute angeschaut haben. Ganz groß. Und es ist... Wir laufen langsam. Alter, wie geil sieht das denn aus? What? Schaut einfach mal, was man hier so für einen geilen Überblick hat. Auf jeden Fall, glaube ich, ist hier eine Menge Potenzial. Ja, Hall ist tatsächlich ein Problem, oder? Hallo? Hallo? Mach mal die Tür zu. Ja, mach mal die Tür zu. Und mach mal eine Moderation gerade, eine normale. Mach mal ein Felix-Bar-Video. Ja, Digga, ist übel viel Hall. Dass die nicht schalldicht sind. Ja, gar nicht. Das heißt, wir können nicht parallel auf Lautsprecher schneiden, sowieso. Aber hier ist halt auch noch ein extra Raum und hier wäre es auf jeden Fall gar kein Problem. Mal wieder hier den Review-Test. Wenn man hier so einen Shot macht, fühle ich schon. So, es wird Zeit für ein Fazit. 5 potenzielle Studios haben wir heute angeschaut. Was denkst du? Sehr schwierig. Ich fand Studio, was war das, Nummer 2 oder Nummer 3 richtig, ja, cool und Nummer 5 richtig cool. Und der Rest war auch cool. Ja, also wir haben jetzt nichts gesehen heute, wo ich mir gedacht habe, das könnte nicht das Studio, ja, werden.
Aber ich glaube, dass wir uns alle drei einig sind, dass halt Nummer 3 und Nummer 5 ein Riesenfavorit sind. Weil die liegen preislich beide sehr attraktiv und sind halt aber vom Grundaufbau ein bisschen verschieden. Nummer 3 ist halt eine Dachgeschosswohnung, die sehr modern ist, mit sehr vielen weißen Wänden, wo jeder in seinem Raum so ein bisschen für sich sein kann, sehr viel Gestaltungsmöglichkeit. Nummer 5 ist halt dieses Gewerbeding gewesen. Ihr könnt gerne eure Meinung natürlich in die Kommentare schreiben. Bitte, also bitte, wenn ihr irgendwie was seht oder irgendwie eine Anmerkung habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ja, ansonsten war es das mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat so ein Video gefallen, dass ich euch oder wir euch ein bisschen mitgenommen haben heute einfach mal bei den Besichtigungen. Ansonsten war es das mit diesem Video. Es war mir immer eine Ehre oder es war uns sogar eine Ehre. Ja. Macht's gut. Ciao. Hast du gerade gefragt, wo er hin möchte? Ich denk mal, er will laden. Digga, wahrscheinlich landen. Er will laden.